keinen Versorgungspunkt da nicht halten. Komm jetzt wieder. Ja, macht ja keine Q. Müsst auf jeden Fall hier oben den Versorgungspunkt halten. Haben wir Leute in der Q? Nein. Ist die noch zu rechts? Gut, dann gehe ich noch nicht sterben. So, jetzt erst wieder ein Zug bei. Können wir die hier flankieren? Jetzt baut sich die Q auf. Nur, dass ihr Bescheid wisst, Taliat ist gedefft, wir halten jetzt zum Spiel auf Zeit. Wir haben den Punkt. Gut, dann schickt vielleicht mal noch ein bisschen Unterstützung mit hier runter. Mache Alien, da brauchen wir ein bisschen mehr Q. Wir vom Spiel auf. Ihr da oben mal. Also, wenn ihr da wirklich 10 Mann übrig habt oder so, dann okay. Ich kann mal einen Nach-Q schicken, aber die haben eigentlich nicht die entsprechenden Einheiten. Nee, nee. Ganz bleibt sein. Ihr mal da. Das hier ist ja nur, wir brauchen jetzt eigentlich alles, also nicht nur Kaff. Die sind jetzt schon zwei Häuser, die jetzt nachjoinen. Ich bin wieder unten. Micha, bist du wieder drin? Ja, ich bin wieder drin. Ja, wir sind jetzt auch alle. Haben wir eine Q? Ja, zwei. Ja, eine. Okay, ich sterbe. Ihr seht die Q rechts am Bildschirm. Ready. Ah, ja. Wir müssen mal mit 2-3 Flügellosern einmal komplett durch, dass diese Flammis und so tot sind. Ja, sammelt euch. Wodurch? Durch den Supply. Ganz durch die ganzen, eigentlich auf den Endpunkt. Ja, wir müssen den Supply nehmen. Wenn du den Supply nicht kriegst, kriegst du den Endpunkt nicht. Der ist doch frei eigentlich. Die müssen aber was machen. Sobald wir den Supply haben, dann müssen die handeln. Dann lasst uns jetzt mit komplett Kavallerie den Endpunkt anchargen. Die haben sich da aufgebaut. Was meinst du, was denen die Supply tun? Ich glaube, Supply pushen wir am Endpunkt. Ich schnapp mir mal die Belagerungsballiste. Kann die Mitte auch sich ein bisschen nach vorne bewegen? Da sehe ich Kavallerie, ich weiß nicht warum die sich bewegen. Belagerungsballiste ist down. Supply, ja, aufzubauen, dass sie da keine Truppen ziehen. So, jetzt ziehen sie nämlich rüber und einiges. Da kommen wir da aus. Jetzt muss die Mitte pushen, die Mitte muss pushen. Die Mitte und muss ich pushen. Ich charge jetzt in die Mitte rein. Alles, was da an Units steht, der Supply ist geblockt. Von hinten kommen Cashigen. Auf jeden Fall den Supply halten. Der kann Antikraft ziehen auf Supply. Und wir können nicht holen. Ja, ja. Tanzt. Los, jetzt pusht er von der Seite hier hin, von der Supply-Seite in den Endpunkt rein. Der Endpunkt ist offen. Alle rein jetzt. Alle auf den Endpunkt. Der ist komplett offen. Flankiert die. Springt mit eurem Held über und Pferd über die scheiß Schilde. Ja. Boah. Ja. Ernsthaft. Geh raus. Wird Lungs, wird. Oh nein, ich hab die Kirche vergessen. Es dürfen nicht alle gleichzeitig auf den Endpunkt, auf den Supply, wenn, dann müssen noch ein paar für den Endpunkt Stoppler sein. Müssen uns sammeln, wir haben das Momentum verloren. Wir müssen uns sammeln. Kein Momentum mehr. Aber das war gut. Das war gut. Wir haben Ah, Gegner Cashix. Das Nodachi da.
Wir sind Kolosse. Müssen nicht alle hinterher. Der lenkt nur ab. Wir brauchen wieder am besten ein paar mehr Leute bei dem Supply. Noch zwei, drei Mann. Stefan und so. Vielleicht der Asuri. Die überrennen uns. Machen mich weg, ja. Die gehen auf den Supply wieder. Haben gerade keine Q, müssen ein bisschen Zeit schinden. Geht auf den Held, geht immer auf den Held, wenn er könnt. Das ist die Death Timer Q. Mittig sind so wenige. Da müssen wieder zwei Leute rüber. Na, am besten. Die Marsch, da geht drüber. Die Infanterie, die wir haben, am besten immer in der Mitte sein. Wie gesagt, wir haben ja gesagt, zwei, drei Mann, jetzt sind hier fünf Mann rübergerannt. Wir bräuchten jetzt halt keine Kaff. Geht auf die Helden, wenn ihr könnt. Geht auf die Helden. Madao braucht nur einen Moment. Madao übrigens F1 und dann die 1. Kannst du auch da ein Stück stehen lassen. Ich werde jetzt mal, glaube ich, Lager verlegen, schnell die Units wechseln. Wie viel Zeit ist noch? 10 Minuten. Wollen wir Spieler zu Samal schicken, um abzufangen? Bitte was? Samal soll wohl angegriffen werden gerade. Ja, ist schön. Wir haben hier unser eigenes Ding am Laufen. Ja, da musst du Ritter fragen. Also das will auch Endgegner deffen, also... Ach so. Tendenziell okay, würde ich erstmal keinen hinschicken. Wir bräuchten Verstärkung von... Das wäre gut. Ihr seid ein Aleno? Ja. Oder? Ja, ich schicke Verstärkung. Am besten ist Infanterie. Also Modau, Antika, Schiebelkriegen, Wert. Ansonsten ja. Auch gerne Kampf. Okay. Wen bringt jetzt mal daraus mit dem Flügelhusan. Boah, kommt jetzt auf den Skipicken vor der Braccio. Guckt immer, dass ihr quasi ein paar Leute, so 5 Mann, sag ich mal, so 6 Mann im westlichen Supply habt und der Rest. Der Rest war jetzt weg, ich hab nur bis westlichen Supply verstanden. Die Einheit, der komplett. Nicht das gemacht. Wir pushen den westlichen Supply. Ja, ich komme rüber mit der Modau. Ja, wann wollen wir wieder rein? Wollen wir noch warten, bis bei uns zwei Leute reinkommen? Ich brauche 2 Minuten. 4 Sekunden. Ah, da mit den grünen Piken raus. Ich bin platt. Na. Ja, alles gut. Also grüne Piken brauchst du gar nicht ziehen, da, also wir hatten jetzt glaube ich keine Q, von daher okay, aber... The Horde conquers all! Habe ich nur deswegen gezogen gehabt. Wo willst du denn die Madaras haben? Mal selbst überlassen. Könnt ihr da die Arkebusiere? Ja, vielen Dank. Unterstützung von Teliat kommen. Ja, von uns auch. Also, was sollen diejenigen machen, die gerade von einem anderen Dorf kommen? Unterstützung. Ein Join, wenn möglich. Müsst ihr auch in den Discord kommen? Ja, klar, so gut. Obvious. Kaff oder Modau? Modau, bitte. Antikraft. Alle, die reinkommen, Antikraft. Ich hätte theoretisch noch Falkus dabei. Boah, die werden auch so gut. Fahren wir noch? Gehen Jungs, da hinten ist ein Held. Ja. Ich gehe nach hinten. Ich bin schon unterwegs. Get in position. Ist das Crane? Ja, ist er. Ja, er reitet wieder davon. Wieder. Jo, wir können wieder zurückgehen. Ich nehme mir mal mit. Auch was drin kann ich auch wieder joinen. Für das Abfahren. Vorsicht, die kommen hier durch die Mitte. Achtung von da. Den Kurzbogen. Mitte wird schon wieder eingenommen. Ja, ist so ein Held drauf. Ja, was ich mach das. Da. Jungs. So.
ist auch wieder da. Ich steh gleich drauf machen. Also. Zack. Da stehen irgendwo Falkos. Ja, die sind ziemlich hinten beim Supply. Ja, die stehen direkt auf dem Supply. Feldkanon aufbauen, versuchen wir zu schießen. Endpunkt sind nur drei hin. Wo soll ich meine Falkos aufbauen? Auf der linken Seite sind viele Ark. Ja, die haben brutal viel Ark besiegt. Das ist unwichtig. Ja. Wo soll Quinion die Falkos aufbauen? Mittelstraße. Dass du auf die Defense schießen kannst im Cap. Ja, auf dem Endpunkt. Also wir brauchen dann aber auch Defense für die Falkos. Ich komm mit nur raus zu dem Falkos. Das sind zwei grüne Falkos. Ich denke hier. Die Gegner haben auch Falkos. Bitte. Ja. Und kann ein Langschwert die Mardau in der Mitte heilen kommen? Das ist schön. Und erstes Ziel bitte direkt auf die gegnerischen Falkos. Schau, dass du die erreichst. Ich komme sie heilen. 6 Minuten noch, wir sollten rausgehen. Hier. Redet auch bitte ein bisschen mehr miteinander, ne? Wenn ihr zum Beispiel einen Push macht, wurde gerade. Der Herrschuh ist voll. Gesetzt. Das weiß kein Schwein. Die gegnerischen Falkos moven jetzt. Die haben 12 Mann in der Warteschlange. Wir machen denselben Move nochmal wie eben. Wir pushen mit Fünfusern auf den Supply. Und hier kommt nochmal ein paar Bilo-Truppen. Und dann müssen wir die Modau auf den Endpunkt bewegen. Ja. Ich snack mir mit den Kashyyyk-Helden. Wenn ein Teil unseres Teams kämpft, kann der Rest mitkämpfen und nicht zuschauen. Es kämpft ein Teil. Wenn man aus 6-5 Minuten, ein Teil muss sich, die Mitte muss aber auch ein bisschen sich vortürteln, ne? So Step by Step vorgehen. Ne, wie gesagt, es kommt ja gerade ein Push, da muss der Rest hier mitziehen. Okay. Lass eure Ultimates ein, falls ein Kraftcharge kommt. Kann rechts jemand chargen? Hier in der Mitte ist noch Kaff, die ist irgendwie AFK. Ich weiß nicht, was ja, eben. In der Mitte steht irgendwo Kriegsraketen. Auf, weg die bitte. Kriegsraketen, rechte Seite. Also ich decke jetzt kurz nach den linken Supply mit Modau. Wer hat jetzt Flügelsahn? Einer, der jetzt hier links steht. Pass auf. Ja, gut. Ihr könnt nicht mal auf jedes perfekte Timing warten, einfach drin. Ja, es muss aber einer vor. Einer muss vor und wir müssen nacheinander. Das macht das keinen Sinn. Vom linken Supply müssen auch sich bewegen, das sind Nahkampf-Jungs. Die müssen sich bewegen. Die Helden, gehen auf die Helden, ihr müsst mit rein, Jungs, ihr müsst mit rein, ihr müsst die Helden rausnehmen. Draußen werden wir schon abgefahren jetzt. Flamer und den Komet down. Ihr müsst mit rein, Jungs, nicht hinten stehen down. Bleiben. Nein. Der Nachschub ist voll! Ach, die können ruhig sterben! Es sind mehr wie genug Leute in der Musterung. Ja. Infested hinter dir, direkt neben dir. Grundsätzlich auf den Supply ist Fürst mit dem Gebietes Talent. Der ist auf dem Supply. Unit, assemble! Wenn ihr rein, Junot, geht auf die Flammis, die stehen bei den paar Wesen in der Nähe. Ja, ich sehe sie. Ich hab sie gleich bekommen. Und die sind hier, da sind die Flammen, rechts vom Supply, die unterhalb. Von der Flamme sind ziemlich viele frisch. Ich glaube, ich habe einen. Also meine Kashyyyks stehen drin, von dem her. Ja, so ziemlich tot sein. Ja, die paar Wesen stehen aber auch noch. Gut, das ist ein Arsch von mir. Gut, aus, da. Blut Force Jungs, einzige Chance, alles drauf, alles rein. Shield komplett durchziehen. Echt sinnlos, trotzdem ein bisschen mit Kopf arbeiten. Von den Seiten, von allen Seiten rein. Ich block den Subfeld. Mardaus hier vor, Mardaus vor. Versuch den Cap zu clearen. Jungs, wir müssen zurückkommen. Gruppe Russels, Gruppe Gleimda bitte ebenfalls. Wir rushen noch kurz rein. Mardaus auf dem Punkt, Jungs, wer hat? Ja. Ich hab die. Auf dem Punkt, auf dem Endpunkt. Los, alle auf den Endpunkt jetzt. Richtung Supply auf. Ich geh wieder runter. Seid ihr genug? Dann alle geht der Channel runter. Ja, wir sind genug, alles gut. Dann Schild pro Shot, deine Gruppe auch zurückkommen. Gut. Ah, ich. Oh, nicht gut noch. Modars müssen auf den Punkt Richtung Supply in die 1 schießen. Ah, meine Modars sterben. Alles klar. Ja, sind tot.
Ich weiß nicht, die Cashix, wie lag die rein? Also in der Warteschlange sind noch vier Leute. Ja, ja, alles gut, das ist wahrscheinlich genug. Ich hab Schiebepiken dabei. Die Getreuen, die vor dem Punkt stehen, auch nach vorne ziehen. Keine Ahnung, wem die gehören. Ja. Ja. Das war wohl nichts, aber einfach nur rein, Jolo. Telly hat natürlich ein bisschen unter Beschuss. Wer kann und keinen Cooldown hat, bei Telyard rein, wenn ihr seid, bis da der gute bei Aleno lohnt nicht mehr, ne? Ne, ist nur noch eine Minute. Nein, Aleno ist ja. Vorbei. Durch. Aleno ist durch. Ja, die haben dann das zweite Layer Mihaus noch dazu geholt. Also die Luna Sanguis, denen das gehört, die alleine hätten wir wahrscheinlich rausgekriegt, aber die hatten noch ein zweites Haus dabei. Ja, haben wir gegen zwei Häuser gekämpft. Ja, man hat es bemerkt. Dann ist es halt ein Mengenspiel. Aber es gab einen kurzen Punkt, wo wir auch den Supply sicher hatten. Da hätten wir gleich in die Bresche, die da war, rüber zum Endcap machen müssen. Da wären wir nämlich von der Seite her durch die ganze Verteidigung durchgerattert. Für Telliard bei Rutus im Channel, ne? Wenn ihr fertig seid, schickt mal 5 Mann zu uns rüber, bitte. Wir kommen alle hoch, wir sind hier gerade. Alle schon da. Gut. Deshalb seid ihr voll. Telliard, oder? Dann verteidigen wir unser Dorf, oder? Ja. Macht meistens Sinn. Ja, wir können es ja nochmal probieren. Gucken mal, wie das mit der Stadt läuft. Wir können es ja nochmal probieren. Komm, wir klemmen da wieder runter, bitte. Genau, wer jetzt bei TV1. Ja. Mann, wenn die Falke nicht so scheiße langsam wären, ey. Los. Oh. Das ist vielleicht was der jetzt macht. Micha, die Axt. Kann man sie gleich. Na gut, passt schon. Weil meine Falke ist jetzt draufhauen. Oh. Drei Minuten noch. Langschwert kommt. Also wer will, kann auch bei Alheno wieder reinschauen. Ne? Kampf läuft noch circa 4 Minuten. Feuer! Bist du hier bieten, Milizio, oder was ist denn hier am Start? Wie können die denn treffen, Alter? Die können doch gar nicht anvisieren. Ist richtig. Kommt ihr noch rein bei Aleno? Ja, ich bin unterwegs. Ich bin auf dem Weg. Ich habe jetzt allerdings bloß Doppelkraft dabei. Ja.
Jungs, wir haben Abdingzeit auf Teljard, braucht ihr Hilfe? Alles nach Aleno dann, oder? Ja, ganz gut. Im Endeffekt können nur noch 2 Minuten, werdet ihr nicht mehr in Time schaffen. Ja, scheiße. Ja, dann schaffe ich es auch nicht mehr, weil ich habe noch fast 2 Minuten cool gehabt. Jungs, viel Glück, ich fahr gut nach. Dann mache ich hier weiter. So Jungs, Aleno, now or never. Bin gerade rein. Beziehungsweise auch in der Warteschlange. Die weißer Maltonne sind, das sind die, die in Teamspeak sind. Mhm. Also da soll ich auch nicht reinscheuen einfach. Haben wir irgendwie eine Möglichkeit zu wissen, wie lange da rum? Falls wir da noch weiter abfahren müssen. Nur ein Gegner. Ja, aber wir können ja für die abfahren. Weil ich meine, nach Aleno kommen wir nicht mehr rein. Samal ist verteidigt.